Herzlich willkommen zur Zusammenfassung von der Flandern-Rundfahrt 2021, dem zweiten Monument der Straßenradsportsaison. Zwischen Antwerpen und Oudenaarde legten die Profis heute 254 Kilometer zurück und mussten dabei 19 kurze, aber intensive Hellingen überwinden. Dazu 16 Passagen mit Kopfsteinpflaster. Das Rennen wurde in der ersten Phase von einer Handgreiflichkeit zwischen Jewgeni Fedorow und Otto Verkaede überschattet, für die beide sich qualifiziert wurden. Ebenso erging es Michael Scher von Achetos R. Citroën, der eine Flasche an den Straßenrand warf und somit gegen die neuen UCI-Regeln verstieß. Sportlich relevante Dinge geschahen erst wieder 100 Kilometer vor dem Ziel, als die Kone Quickstep am Molenberg das Tempo verschärfte. Auch wenn die belgische Mannschaft das Feld nicht sprengen konnte, provozierte sie eine Reihe von Attacken. Für kurze Zeit konnte sich eine größere Verfolgergruppe absetzen, in der alle großen Teams vertreten waren. Doch dann lief alles wieder zusammen. Sieh wel? Der Angriff von Führung krach anders. Ist in der Form von seinem Leben. Ich habe mir so in der Runde von Spanien, das ist ein Jahr oder fünf geleden, auch ein paar Tage nach eins so einen Stoß sehen. Da stand da auch kein Maat auf. Doch da das Feld auf en gelijk heeft hij, waarom niet? Waarom niet? Het is namelijk interessant dat je erbij bent boven op de top van de Tiamat. Am Ude Quaremont und am anschließenden Paterberg verschärften Askren und Van der Poel erstmal gemeinsam das Tempo. Nach dem Paterberg konnte sich Alaphilippe gemeinsam mit seinem Teamkollegen Florian Senechal, Christophe Laporte, Thomas Pidcock, Team Valence und Haller vom Feld absetzen. Am Koppenberg fuhr die Gruppe zur Spitze vor, während dahinter abermals Van der Poel das Tempo vorzierte. Dadurch teilte sich das Feld in eine Spitzengruppe um den Titelverteidiger Van Aert, Alaphilippe, Laporte, Valence, Haller, Pidcock, Bissiger und Anthony Tschirkis und eine Verfolgergruppe um Askren, Van Avermaet und Stuyven. An der Maria-Pore-Straat attackierte Haller, während die Verfolgergruppe wieder zur Spitzengruppe aufhören konnte. Haller nahm knapp 15 Sekunden Vorsprung in den Tiemberg mit, wo Van der Poel ein weiteres Mal angriff. Van Aert, Alaphilippe, Askren und Dylan Teuns konnten Van der Poels Hinterrad halten, wogegen Haller von dem Quartett eingeholt wurde. Die neue fünfköpfige Spitze hatte knapp 15 Sekunden Vorsprung auf eine Verfolgergruppe um Van Avermaet und Stuyven. Am Kreuzberg konnte Tschirkis von den Verfolgern zur Spitzengruppe ausschließen. An der anschließenden leicht ansteigenden Straße zur Hotot versuchte der Franzose mit Haller zu attackieren, was Alaphilippe jedoch vereitelte. Direkt im Anschluss setzte Askren einen Konter, den nur Van der Poel und Van Aert folgen konnten. Tschirkis, Alaphilippe, Teuns und Haller wurden kurz vor der letzten Passage des Oud Quaremont von den Verfolgern geschluckt. Auf den letzten Metern konnte sich Van der Poel mit einem explosiven Antritt von seinen Verfolgern lösen. Während Van Aert zurückfiel, konnte sich Askren an der kurzen Gegensteigung nach der Quaremont zurückkämpfen. Die letzten 15 Kilometer jagten Van der Poel und Askren gemeinsam dem Ziel entgegen. Die Verfolgergruppe konnte Van Aert auf den letzten 10 Kilometern noch einholen, musste aber einsehen, dass sie trotz zahlenmäßiger Überlegenheit nicht mehr nach vorne ausschließen konnten. 4 Kilometer vor dem Ziel konnte sich Van Avermaet und Stuyven mit einer geschickten Attacke aus der Verfolgergruppe absetzen. Der Sieg ging im Sprint an Askren, während sich Van Avermaet gegen Stuyven den dritten Rang erkämpfte. Die Verfolgergruppe wurde von Sepp van Marke über die Ziellinie geführt. So, hier sehen wir die Top 10 von diesem Monument. Erster wurde Kaspar Askren, zweiter Van der Poel, dritter Van Avermaet, vierter Stuyven, fünfter Van Marke, sechster Van Aert, siebter Vermeersch, achter Tschirkis, neunter Senechal und zehnter Dylan van Baarle.
So, das war's auch schon mit der Zusammenfassung von heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal mit der Baskenland-Rundfahrt. Macht's gut.